Dies ist ein kurzes Unboxing oder Ersteindrucksvideo von der Anker Power EQ Astro 3 zweite Generation. Dieser Akku, das ist ja ein externer Akku für Smartphones und Tablets, kostet 35 Euro bei Amazon und wir werden mal schauen, was so der Hersteller in dieses Teil reingepackt hat. Und da schauen wir uns das mal an. Wir sehen hier ganz typisch für Astro diese Verpackung oder für Anker. Also so ist auch das USB Ladegerät verpackt. Sehr schön schlicht kommt das. Bild von den Akku, Seriennummer, zweite Generation. Hinten so piktogrammmäßig, was im Prinzip hier abgebildet ist. Und die Beschreibung, und das war's. Und dann machen wir das Ganze jetzt mal auf. So, wir klappen nach oben. Wir finden hier erstmal so eine allgemeine IQ-Sache oder so eine Werbung dafür. IQ, das ist von Anker die Technologie, die besagt, dass es wirklich jedes Gerät individuell lädt, egal ob ich jetzt hier ein S4 oder ein iPhone 5, ein iPhone 6 anstecke oder ein Tablet von Android oder iPad. Diese USB-Ports sind alle so intelligent, dass die genau jedem Gerät genau das zuführen, was da drin ist. Das sagt sozusagen diese IQ-Technologie. Und ihr seht hier, welche Geräte das zum Beispiel alles haben. Es gibt bei diesem Teil so eine schmucke Transporttasche dazu. Die ist aus einem doppelten Webstoff. Hier an der Seite nochmal so ein schickes Anker-Logo im Prinzip. Auch was sehr Edles. Und weiterhin natürlich auch ein Ladegerät für den Akku, denn der braucht ja auch Akku. Und das geht über das USB-Port. Und hier ist so ein Mini-USB-Stecker mit dabei. Und dann noch haben wir hier folgendes, den Akku, kommen wir gleich dazu, wie der funktioniert, Shake to Charge, das ist so die Sache, dass er sozusagen keinen Knopf hat, wo man drauf drückt, sondern man wackelt ihn und der Hersteller findet, dass das besonders intuitiv ist. Wie das im Alltag ist, wenn man das Teil in der Tasche transportiert, das werden wir mal sehen. Und hier Zufriedenheitssache, da kann man sozusagen aufgefordert wird man da auf Facebook was zu schreiben, auf Amazon oder ähnliches. Not happy, dann soll man natürlich zum Hersteller gehen und den Hersteller schreiben. Alles in allem finde ich das echt schön, wie die Verpackung hier gemacht ist. Thanks for choosing Anker, also echt eine hübsche Sache. Und jetzt gucken wir uns mal das Baby an. Vom Seitenprofil her sehen wir hier diese Form. Auf der Rückseite ein Klavierlack mit den FC-Siegeln, CE-Siegeln, alles was so rechtlich in der EU dazugehört. Vorderseite haben wir einmal hier den Input und dann noch haben wir die drei Ladebuchsen USB mit dieser IQ-Technologie. Da steht das nochmal sozusagen besonders hier herausgeholt im Prinzip. Die Seite ist hier so eine kleine Kante, da sieht man, hier kann das Gehäuse geöffnet werden. Auf der anderen Seite ähnlich. Es ist hier so eine matte, schwarze Soft-Oberfläche, also so ein Soft-Lack, so ein bisschen gummiert ist der im Prinzip. Und hier der Ankerschriftzug. Und man sieht, keine LED. Jetzt durch das Schütteln zeigt er an, durch 12 kreisrunde LEDs, dass sozusagen dieses Gerät laden soll. Wie das jetzt aber funktioniert. Genau, also ich muss es richtig schütteln. Dann springt es an, die Akkuleistung, und wir werden jetzt mal sehen, wenn wir hier was anstecken, was da passiert. Ich werde jetzt gleich mal einfach das iPhone, mit dem ich hier was das aufnehme, anstecken. Deswegen wackelt es mal. So, hier ist das Kabel, hier ist der Akku. Ich stecke das jetzt einfach mal in die mittlere Buchse rein. Und das sehen wir automatisch, zeigt es an. Und jetzt sehe ich auch auf dem iPhone, dass es sozusagen lädt. Ich lege das mal runter. Und da sieht man, dass es lädt sozusagen durch dieses Pulsieren der LEDs. Alles in allem würde ich sagen, ist ein sehr schickes Produkt, ist schön designt, gefällt mir sehr gut. Sagt mir, kommt mir sehr entgegen vom Design her, ist eben in dieser Ankerqualität eine sehr schöne Sache. Passt auch ideal zum
Anker-USB-Fünffach-Ladegerät, wenn man das sieht, nicht? Da habe ich hier das mal so als Vergleich. Das ist dieses 5-fach IQ-Ladegerät und da sieht man ähnliches Design, passt super perfekt dazu. Gleiche Beschriftungsarten, eine Generation von diesem Produkt, ja, alles in allem eine echt schöne Sache und nur zu empfehlen vom Ersteindruck. Ich werde dann natürlich noch ein Video machen, wenn ich es dann benutzt habe.